Das ist, ist das Lohne. Das ist Lohne. Dann nimmt uns jetzt links rein eigentlich. Nochmal geradeaus. Dann nimmt uns links rein. Jetzt gehen wir links rein. Ja. Muss auch. Und die kommt doch hier von links rum. Also, ne? Nee, da wo diese SH-Scheibe da ist. SH-Scheibe, da kommt er rein. Da kommt er rein. Ja. Da fahren wir dann wieder raus. Da fahren wir auch als Rangierfahrt hin. Ja, das gleiche, was hier links kommt. Aber da fahren wir doch nicht Sägeform. 20 km/h. Ja. Naja, sieht den bald auch wieder. 5, das geht hin. Ja, hier sind noch ein paar Schranken oder so, die müssen wir drehen, überall. Alle. Ja, Spelle da oben hoch, ja auch. Ja. Ja, guck, da ist ja schon einer. Ah ja, da steht er noch. Steigt aber zu. Ja, da stehen noch Bossi. Nur 13 Minuten noch, wenn wir doch gut gefahren sind. Boah, das war doch vom Bramschen hier. Okay, Chris. So machen wir, wollen also jetzt durchfahren bis Dienstwagen. Ja. Dort werden wir Kopf machen, könnte Leute mal fotografieren. Und dann wollen wir rück zu an dem Bahnübergang, der am Ortseingang ist, eine Scheinfahrt machen. Also mal aussteigen, zurückdrücken, vorbeifahren und wieder zurück und einsteigen. Mhm. Ja? Und das ist im Prinzip alles. Und das hoffen wir, dass wir bis um 9 Uhr wieder hier sind. Das ist ja nur der ganz normale Bahnübergang. Ne? Ja. Ja, gut. Stand die Lok, ne? Ja. Stand sie gut. Ja, aber wirklich gut.
Gerade heute. Ja, ja, das ist ja gerade so ein Kram, da rechnet ja gar keiner mit. Da rechnet gar keiner mit. Vorher haben wir zugesaugt. Brauchst du nur zwischendurch mal was Schlauchplatzen haben oder was der Kuh. Ja. Wenn wir Wagen rausschmeißen, haben wir ja auch schon gehabt. Man kann doch einen Schirr haben. Die sollen auch wohl denken, wo kommt ihr denn? Wo wollt ihr das hin? Fährt doch sowas gar nicht. Da sah ich dir doch. Da waren auch ein paar coole Kurven drin hier in der Schiene. Du. Ja, die Ochsen sehe ich dann. Oh. Das sind 4 oder 5 sind zum Schließen. Ja. Oder ob das nur bis St. Arnold war, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ja, also auf jeden Fall waren da welche. Ne? Ja, es sind Schranken drin. Also eine von Elmer Welt ist ganz bestimmt, die ist direkt mitten im Bahnhof. Ja. Will jemand ein Eis her? Eisbäcker schnell davon. Ja, du bist bestimmt leer. Hier hat er wieder richtig Schiffschaukel. Ja, irgendwie 20 brauchen wir gar nicht fahren hier. Da brauchst du auch eine Kirmes gehen, die Schaukel ist genommen. Oh. Okay, wie lange wird die schon hier gewesen sein? Also 3 Eis haben schon her jetzt. Wir sind nie hier raus, hier oben. Ja, wie kommt das so nicht hin? Na, ich schätze die Viertelstunde, die werden wir durchschleppen. Sicherheit erstmal. Ja. Da kannst du von ausgehen. Denn jetzt brauchen wir ja. Die Zeit brauchen wir jetzt bestimmt auch hin und her. Und wir sind kaputt gebogen hier. Ja, hier haben die alle Eseltoren. Nur das Kreuz. Guck doch mal die Seine an. Bis 54, ne? Ja. Ich überlege mit was für einem Gewicht die hier hinterher donnern. Ja. Ist nicht normal, ne? Oder hier durch den Acker durch Sand, ne? Das ist doch kein Schatten der nächste Runde. Nee. Die liegen einfach so im Sand, die Maschinen. Nur mit den TRDG-Wagen, die haben auch Gewicht, ne? Ja, sicher. 80 Tonnen liegen die. Ja. Die Gemeinde macht nichts dran, die kriegen Geld. Die sagen sich ganz einfach, solange wie das Ding läuft, läuft das. Ich meine, wir sind, ich kenne das von Mecklenburg, wir sind auf solchen Strecken mit Rücken einfach durchfliegen gefahren. Ja? Ah, voll ganz normal. Guck dir doch mal die TV an, wenn du da drüber fährst. Die sehen so aus wie die knallen mit 60 drüber her. Da schmeißt sich aber weg, ey. Ja, sicher. Da liegt auch nicht viel anders wie hier. Und teilweise haben sogar Straßenbahnschienen verlegt. Das ist ja schmal, ja sicher. Die sehen die richtig, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Sie leben gefährlich. Was ist denn hier los, ey? Ja. Da geht er voll ab, ey. Das Personengewicht runter ist, wenn wir die 5 Tonnen eingerechnet haben, dann. Frau Schaden. Deswegen. Also wild ist er alle nicht leicht. So, so schöne Handschuhe da, die kannst du dir mal überlassen. Ja? Für unterwegs, ja. Wollen wir welche? Die wollen wir welche. Die kostet doch welche noch vom Büro da, oder? Ja. Das meine sind schon so aufgebraucht. Da fährst du nicht um die Kurve, hier fährst du um die Ecke. Ja, aber wirklich. Ja, du merkst auch manchmal so, knuck macht das dann. Ja. Ich weiß auch noch, so merkst du das hier nicht, auf einem Güterwagen. Oh. Ja, das schlägt ganz gut. Ja. Felgastripsees, so sah es da auch aus. Mecklenburg, ja. Oder ja, die Prenzlauer Kreisbahn. Prenzlauer Straßburg, Prenzlauer Kranzow, was ich jetzt alles vor schon stillgelegt habe, ist dann genauso. Aber oh, das war mit regulären Reisezwischen gefahren. Tja. Ja. Ist hier auch
die Autobahn. Ja. Aus der Pause. Hier haben wir mal Pause gemacht. Ja. Ungefähr. Mit solchen Geschwindigkeiten können wir sonst gar nicht. Ja. Klar. Deswegen, normal hätte ich dieses Wochenende frei gehabt, aber da habe ich auch gesagt, willst du das machen? Ich sage, klar, ich sag, mach mal. Das sofort, ey. Okay, bitte Donnerstag auf dem Auto gedrückt, Bro. Ja? Nö, dann hab ich gefragt, ich sag, wollt ihr das machen? Wir haben uns keinen, wir brauchen da drei Mann für. Ich sag, ja, mach mal. Ich sag, blau, 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 blau. Fett, haben wir dann noch. Ich hatte selber einen Plan, auf Touren zu fahren. Ja. Sondern ich hatte eben für Wochenende nichts. Und morgen hätte ich so eine Plantour fahren wollen. Ich wäre ja auch wieder Stunde später, wie ich mir jetzt vorgesetzt habe. Ne? Ja. Bis nach Mittag, da kannst du den ganzen Scheiß auffahren. Weil so viele Leute drauf sind. Und bringt Stunden. Das sowieso. Ja, bis drei Tage war ich, habe ich den ganzen Wochenende gemacht. Und seit Winter, da war doch überall Sage, welche da rum da. Ja. Und hier ist nicht mehr. Heute haben wir weggenommen. Ja. Das war nicht mehr. Das war hinterher dann so. Vor allem der Masse, die haben, der war mal so gesagt, komm, fünf Stahl mal ab, ja. Vorweg. Ja. Du hast jetzt eine halbe Stunde da geknüppelt, ne? Ich war früher so alten Schaukelpferde, da kennst du die Mulden gewonnen? Ja. Das waren ja so scheiß Wagen, wenn die noch voll waren da, du. Die haben wir jetzt auch noch. Und die hopfen ja ganz schnell, ne? Ja. Die gehen ja ganz schnell. FZ-Wagen, ne? Ja. Die brauchen nicht viel. Die brauchen gar nichts. Du brauchst nur beladene Wagen, einmal die Mulle umkippen, dann fliegt der ganze Wagen hinterher. So bin ich das erste Mal. Nee. Das nennt man dann auch selbst einladen. Ja, den will ich auch irgendwas machen. Da steigen wir dann aus, stellen uns hier drüben auf die Ecke oder hier rüber. Ja, das macht er doch jetzt. Ja. Warum macht er doch jetzt? Ist doch viel einfacher. Es macht sich aber auf der Rückfahrt besser, wenn man den von hinten halt kommt. Von der anderen Seite. Dann ja, wenn es von der anderen Seite macht. Das macht sich, ja, macht sich besser, weil man dann noch die Kirche im Hintergrund. Ja, ja, ganz wichtig. Zurückfahren, ne? Zurückfahren, rausfahren, da muss ich von unten her schlüsseln. Ja.
Da kannst du die ganze Ecke reinfahren. Richtig. Ach, jetzt geht's von selber, ne? Jetzt geht's von selber. Ja. Von der Tür zu da. Wenn es mal geht. Genau. Die geht ja nicht an. Die geht nicht mal an? Nee. Ach, hey, die Schlüssel kannst du nach vorne nehmen. Ja. Ja. Von der anderen Seite muss der immer Schlüssel haben. Schlüssel kann ich nicht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Fahren wir gerade rein oder nicht? Nee, die kriegen keine Kurve. Ja. Wollen wir gerade reinfahren? Ja, also ja, an Bahnsteig würde ich schon ranfahren. Macht aber keiner. Ist sogar keiner da. Bahnsteig ist, glaube ich, nur auf dem rechten Gleis ganz hinten. Ne? Ja, ja. Die Anlage. Auf dem linken Gleis. Auf dem linken Gleis. Hat ja also auch keiner, aber schon gesagt, dass die Anlage nicht geht. Ah. Also gerade rein zum Bahnsteig möchte ich schon. Ja, ja. Ja, da fahren wir rein. Ja, ja. Da fahren wir gerade vom Bahnsteig. Die Geschwäher. Weiche? Ja. Da fahren wir dann auch mal an, fahren wir. Heute haben wir unsere Sozialen. Bis richtig, aber bis nicht mehr weitergeht. Gut. Oh, der geht eben hin. Die liegt ja doch verkehrt. Die liegt verkehrt, ja. Ja. Ich kann von da hinten ja auch nicht sehen. Aber da geht wohl hin. Da gehe ich eben hin. Gut. Naja, oder man kann vielleicht auch davor stehen bleiben, das fotografiert sich vielleicht noch besser. Ja. Ja, dann kann man sich da hinten aufstellen. Fahren wir bis. Aber die legen wir trotzdem auf. Ja. Das macht sich nicht so gut auf dem Foto. Gut. Zurückzukommen. Die kann auch nicht mehr bewegen gleich.